So, du kannst wirklich mal den Rosenkohl fertig machen. Du scheiß Rosenkohl, bist du nichts Nutze! Geh nach Hause! Ich würde dich gerne umarmen, aber dürfen wir nicht, ne? Warum nicht? Mal so, wegen dieser Geschichte da mit der... Ich habe Stäbchen geschluckt. Ernsthaft? Und ja. Hast du auch einen Test gemacht? Ja. Okay. Ja. Und was ist das für Schanze? Und du machst hier auf Hipster oder was die, war das? Nee, ich hab... Guck. Hä? Hier. Ja, sieht doch aus wie immer. Das Geile ist ja, wenn man keinen Stil hat, ne, dann kann man auch keinen verlieren, finde ich. Das fängt sehr gut an. Schön, dich wiederzusehen. Wo lässt du denn? Das ist doch... Du gehst heimlich zum Friseur. Ich sag mal so, meine Frau kann Haare schneiden. Und warum macht's es nicht? Eine sehr gute Antwort. Ja. Eine sehr gute Antwort. Was machen wir? Was hast du denn vor? Du hast ja immer zu tun. Es gibt ja keinen freien Tag im Leben eines Tim Mälzer. Oh, ich hab wirklich gerade eine gute Idee. Ja? Wir kochen. Nein! Verrückte Sache. War ganz verrückte Sache. Normalerweise montags ist echt so mein Sortierungstag, wo ich so die Dinge versuche in die Gänge zu bringen, die dann von anderen ab Dienstag erledigt werden. Jetzt würde ich in der Tat mal einkaufen gehen, weil ich eine relativ freie Woche habe und da kulinarisch immer so ein bisschen tätig sein kann, weil sonst ist doch Termintaktung relativ hoch. Das glaubt man gar nicht, dass du selber noch kulinarisch tätig bist, ne? Bin ich auch nicht mehr klassisch. Ich habe Bock, ein bisschen bummeln zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche gerade einfach nur mein Nichtstun gerade irgendwie professionell erscheinen zu lassen. Sehr gut, dann lass uns gemeinsam bisschen, nichts tun. Bummeln. Bisschen bummeln gehen, bisschen was einkaufen, bisschen was brutzeln, bisschen reden. Bisschen, voll gut. Bisschen nichts tun. Fahren wir mit deinem Auto? Das müssen wir noch aus der Garage holen. Wollen wir es aus der Garage holen? Wenn wir es benutzen wollen, ist es gut, wenn wir es aus der Garage holen. Aber das andere Auto steht noch in der Garage. Also in der anderen Garage. Wie viele Autos hast du denn? Nicht mehr so viele. Früher hatte ich mal so einen leichten Hang, in eine Sammlung einzusteigen. Von halbstarken, sehr, sehr lauten amerikanischen Oldtimer. Aber ich habe einen wunderschönen originalen Ford Mustang Fastback gehabt. Gold, also wirklich wie vom Band noch. Und bin hier vorgefahren. Großer, lauter Auftritt, Terrasse voll, Tür auf, bin ich rausgesprungen und ich machte so, und da habe ich gedacht, Digga, die Zeit ist vorbei. Bin ich nochmals einfach durch, hol dir was höher gelegt. Also, wo ist dein Opel Vectra? Guck mal, die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Tag, das gibt's so selten, es ist wirklich toll. Den sollten wir nutzen. Machen wir viel draußen heute? Nee. Ja? Ja? Hallöchen. Okay. Er fährt mal rüber, macht ihn an. Hol den. Jemand fährt mit dem Auto dein Auto holen. Ja? Das ist. Du hast es geschafft, Alter. Schade, also. Aber als Koch an sich verdient man ja nicht schlecht. Das stimmt ja nicht. Was? Also in deiner Klasse sozusagen doch schon, oder? Du hast so viele Restaurants, du bist berühmt. Die Leute kommen natürlich auch wegen dir in dein Restaurant. Ja, ich sag mal so, ich habe ein paar mehr Marketingmöglichkeiten, den Laden voll zu machen. Aber es ist auch in meiner Welt hart verdientes Geld. Und vor allem ist jetzt zu. Und jetzt ist nervig, aber deshalb treffe ich mich auch mit dir. Ja. Da kommt mein kleines Auto. Wirklich? Ja. Der ist toll. Der ist super. Oder verarschst du mich und das ist Nein, gar nicht dein Auto? Nein, ist super. Just married? Da habe ich meinen Küchenchef ausgeliehen. Aber nicht du hast gerade geheiratet, nein. Oh, komm, lass mir drauf. Es erzeugt auch Sympathie, wenn man mit so einem Just married Aufzug da rumfährt. Hatte ich meinem Küchenchef aus. Das ist zum Beispiel was. Alle meine Mitarbeiter können alle Autos jederzeit haben, wann immer sie wollen. Ja, geil. Hallöchen erstmal. Pierre, hallo. Hallo Frank. Ich mach da immer einmal so. Ja, passt. Das ist wie bei einer Wohnungsbesichtigung, dass man mal dagegen klopft und so den Eindruck vermittelt, man hätte voll die Ahnung von Statik und so. Dann mache ich auch immer so. Ja, gut. Hast du es auch gemacht? Passt. Ja, hast du es auch gemacht und keine Ahnung, ob es gut ist, aber so getan als. Ja. Original. Ja. Selber Reifen, ja. Selbe Ding, einmal so. Genau so. Ja, ist gut. Ja. Steht. Und, aber süß, ne? Super schön und das hätte ich nicht gedacht. Also, auf zum TÜV!
Juhu! Ist das geil! Wusste ich gar nicht, dass du da so ein Oldtimer-Fan bist. Ja, ich komme vom Land, ich bin Pinneberger. Ne? Und du kriegst den Pinneberger aus Pinneberg, aber Pinneberg niemals aus dem Pinneberger. Ja. So. Und ich bin ja auch latent halbstark. Ja, latent würde ich fast weglassen. So. Und ich bin ja, ich würde ja doch eher sagen, dass ich zu den lauteren Menschen unserer Welt gehöre. Und das hat sich eine Zeit lang bei mir auch im Autogeschmack niedergeschlagen. Also ich habe ja meinen Führerschein relativ spät gemacht. Was, mit wann? Wie lang? Wie alt warst du? Oh, 29, 30. Und dann habe ich mir mein erstes eigenes Auto, war ein GMC Pickup, Baujahr 48, mit ungefähr 480 PS, Breitbandreifen, Restbenzinverbrennung im Auspuff, ja. Flammenlackierung, matt schwarz. So schön Understatement. Ich bin so ein Proll, ey, das ist so unfair. Aber ich bin so ein geistreicher Prolet. Weißt du, was ich meine? Nee. Nein. früher bin ich, war sozusagen mein Freizeitausgleich war gerne mal Autofahren. War sehr gerne mal Autofahren. Weil es gibt ja zwei Orte für mich, wo ich eigentlich nicht vollgelabert werden kann. Das eine ist im Auto und das andere ist auf dem Scheißhaus. Und so viel kacken kann ich gar nicht, wenn ich mal meine Ruhe haben möchte. Also hatte ich mir angewöhnt, mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Ist das unser Ziel? Die Tankstelle? Kaufen wir da jetzt Lebensmittel ein? Nee, aber ich muss ja tanken. Ach so, du musst tanken? Okay. Ja, mach mal. Ich nehme einen Kaffee, ich tanke so lange. Schwarz oder mit irgendwas? Schwarz. Und sagst du mit einem Schuss kaltem Wasser bitte drin. Schuss kalten Wasser? Ich gebe dir schon mal hier den Kaffee. Oh, ohne Deckel? Das ist aber ich, wegen Umwelt. Ich bin ich fühle mich nicht wohl mit diesen To-Go-Bechern. Aber im Auto. Da müssen wir jetzt. Aber jetzt erstmal diese. Nee, dann müssen wir jetzt Pause machen. Da müssen wir. Wieso Wasser? Das, was soll das? Ist so heiß. Aber das ist doch das Gute an Kaffee, dass er heiß ist. Aber so heiß. Aber man könnte doch einfach etwas Zeit vergehen lassen. Du bist doch ein Genießer, hast du gesagt. Du musst so Zeit vergehen lassen und langsam den ja, Kaffee. Ja, aber deshalb ist ja heißer Kaffee auch dumm. Du schmeckst ja nichts, wenn es heiß ist. Völlig richtig, habe ich gerade festgestellt. Das ist doch so eine völlig dumme, ja, eine richtig dumme Geschichte. Das stimmt. Heißer Kaffee ist richtig dumm. Wer hat denn diese Scheiße erfunden? Keine Ahnung. Deshalb mache ich immer einen Eiswürfel rein oder respektive auch gerne einen Schuss kaltes Wasser. Oh, ja. Aber wenn ich umsonst hier einen Porsche-Motor einbauen lassen. Yeah. Tempo 30 Stunde haben wir nicht. Nein, ist nicht. Das war auch nur 40. Ja, aber es fühlt sich an wie 120. Ja, ja. Das ist ja das Schöne. Mahlzeit! 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 So, das ist Pierre. Ah, hallo. Das ist Metzger Wagner. Hallo, Metzger Wagner. Zeig mal deinen Stumpen. Komm, zeig deinen Stumpen. Ist das wirklich so, dass das in so einem so ein Fleischwolf rein, und da wurden Maultaschen draus gemacht? Oder was ist passiert? Ja. Nein, ernsthaft? Ja, klar. Bist du wirklich in den Fleischwolf rein? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Wird dann wirklich alles weggeworfen, weil da Finger drin ist? Oder sagt man, nein, nein, das total. Das wurde nicht weggeschmissen. Oder? Nein. Am Ende ein bisschen Gewürz. Die teuersten Würste in der Welt geworden. Ich bin mal weg. Geh mit der 2, okay, kommst du mit? Ja, ich geh mit, ja klar. Ja, so dein, ja. Oder? Worauf hast du denn Bock? Die ist ja wirklich ganz, ganz wenig Fleisch. Also für mich ist Fleisch immer was ganz Besonderes. Ja, willst du kein Fleisch? Doch, ich finde Fleisch super, aber wenn es was Besonderes ist, dann. Ja, sag mal, worauf hast du also denn Bock? Also das wäre zum Beispiel besonders. Wenn ihr was, weil du ja sagst, du möchtest keinen Grünkohl mehr machen, was kurz zu braten, das wäre ganz toll. Was ist das? Das ist zu fleischig für ihn. Ja? Zu fleischig. Ja. Zu fleischig? Ja, das ist eine feine Dame. Wie kann denn Fleisch zu fleischig sein? Hm? Lammkeule? Oder hier so ein kleines so ein Zwiebelrostbraten, was in die Richtung. Kann man machen. Gesagt, oder eine Grützwurst. Nicht. Eine Grützwurst? Aber das ist jetzt eigentlich schon fast zu. Ah, grüß Gott. Oh, Kastner finde ich aber auch gut. Oder Backe? Und dazu einen Kuchen. Backe, Backe, oh. Kuchen. Komm, wir machen. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt ganz lange kein Fleisch gegessen, dann darf ich jetzt ein Steak essen. Also, wollen wir eine Scheibe runterschneiden? Ja, aber nicht so Sehne, ne? Mach schön. Das wird ein so dick wird das Steak? Ja, natürlich. Du wächst doch noch, oder? Ja, aber dann wachse ich auf Dirk Nowitzki-Größe.
1A, oder? Was kostet denn das jetzt? Das ist doch ein Vermögen wahrscheinlich. Ja, gib doch mal einen ordentlichen Preis ein hier. Was kostet das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Was ist es dir wert? Ja, guck mal, ich gebe das jetzt mal ein hier. Ja. 70 Euro kostet das? Ja. Fuck off. Er wollte das haben. Du hast es mir, jetzt weiß ich, warum du mir es empfohlen hast. Also ich habe letztens so ein Ding alleine aufgegessen. Das hast du alleine aufgegessen? Das kann doch kein einziger Mensch alleine aufessen. Doch, ich kann das. Ja, aber ganz ehrlich, man sieht es auch. Ja, das ist. Auf jetzt, komm, setz dich mal hier auf die Waage. Also mit, man muss die Klamotten ja noch abziehen. Ja, aber Füße hoch, ne? Ja, ja. Lass mich ran. Das ist ja gar nichts. Was wiege ich? Das ist ja nichts. 70? 70? Und da habe ich aber, zugenommen tatsächlich. Was? Ja. Das ist seine Waage hier, weißt du? Ein bisschen höher. Ach, das ist eine Metzgerwaage, verstehe. Zu Hause wiege ich nämlich 67. So, jetzt? Füße hoch jetzt. Ja. Ja, 100, nee, nicht 112, stimmt gar nicht. Es sind 111,8. Ja, aber guck mal hier. Hallo, guck mal. Was? Das ist doch kaputt. Ich wiege doch keine. Genau, klar. Du bist leichter. Ich bin leichter. Ich bin leichter. Nicht kaputt. Hab ich doch gerade noch gewogen. 108 habe ich. Ja, ist ein Ja, Lucky Die vielleicht. Nein, 108. Bist du eigentlich ein guter Geschäftsmann? Nein. Du bist ja auch Unternehmer. Ich sag mal so, ich habe das große Glück, dass ich einfach machen kann und dabei Geld verdiene. Ja. Aber das ist nicht deine. Ich würde aber auch ernsthaft sagen, dass ich nichts mache, um Geld zu verdienen. Wollte ich gerade sagen, das ist nicht deine Motivation, Geld überhaupt zu verdienen. Nicht. Ne? Überhaupt ja. nicht. Setz mich nach wie vor einmal im Jahr mit meiner Familie hin und wir gucken an, was sind unsere echten Bedürfnisse. Also was ist unser Lebensstandard? Was ist denn dein Lebensstandard? Lebst du? Naja, jetzt. Also wenn ich es jetzt aufs Minimum reduzieren würde in meiner derzeitigen Welt, dann würde ich sagen, inzwischen ist es eine Vierzimmerwohnung. Es ist ein Auto. Es ist überschaubaren Urlaub machen und meine Rechnung eigentlich bezahlen zu können. Ich glaube, meine Definition von Luxus ist immer, meine Rechnung bezahlen zu können. Man hätte jetzt aber gedacht, wenn man sitzt, ich dachte, du bist reich, dass du eigentlich im Luxus leben kannst und auch morgen aufhören könntest mit dem ganzen Bums. Also ich bin, in meiner Welt bin ich sehr vermögend, ja. In meiner Welt, aber meine Welt ist die Welt des Kochens. Und da habe ich das ganz große Glück gehabt. Allerdings bin ich auch ein Spieler und ich bin auch jemand, der alle seine Ideen versucht umzusetzen. Und investiert dann auch, ne? Wahnsinnig viel investiert. Ja. Als Beispiel mein Restaurant in New York. Da bin ich zwei Jahre jeden Monat hin und her gependelt, habe das selber aufgebaut, habe Anwälte geholt, habe ein Netzwerk mir aufgebaut, habe mir eine Location gemietet, hatte die Architekten schon anbezahlt, habe die Anwälte für all das Ganze. Hab mir ein Apartment gemietet. Habe ich dann auch mal vergessen, dass ich es hatte. Einmal mal komplett anderthalb Jahre lang Miete bezahlt und hatte nicht mehr auf der Uhr, dass ich das Ding ja gemietet hatte. Das heißt, du guckst nicht so oft auf den Kontostand? Gar nicht. Konsequent gar nicht. Aber noch nie. Wozu? Ich sag mal, wenn scheiße ist, dann wird mir schon einer Bescheid geben. Das heißt, du weißt jetzt auch gar nicht, wie viel Geld du gerade hast, sozusagen. Nein. Das interessiert dich nicht. Okay. Nein. Und dann ging das aber nicht gut, ne? Also New York war jetzt keine. Doch, ging gut. Ja, doch, ganz im Gegenteil. Es ging sogar sehr gut. Aber das gibt's doch nicht mehr, oder? Das gab's noch nie. Ich habe eine Location gehabt. Ich habe den Umbau angefangen. Es ist nur insgesamt irgendwann so teuer geworden, dass es hier meine Existenz hätte gefährden können, wenn ich das Ding an die Wand gefahren habe. Weil die Idee war, einen Kleinladen zu machen. Und daraus wurde dann irgendwann ein 600 Quadratmeter Laden mit gefühlten 80 Mitarbeitern. Okay. Und also mit sehr viel mehr finanzieller Belastung und viel größerem Risiko. Und ich habe Schiss gekriegt. Aber du hast ja schon ganz viel investiert. Ja. Und das heißt, die Kohle ist einfach. Nee, die ist ja hier. Ich meine es ernsthaft. Ja, das schön. Ist wirklich so. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, ich habe gemacht. Das ist so wirklich so. Ich kann, eins werde ich mir nicht vorwerfen können im Leben. Ha, hättest du mal. Ja, da hättest du mal. Oder warum hast du denn nicht? Ja, ich weiß total, was du meinst. Ja, das ist gut. Aber ich bin nicht so mutig, glaube ich. Guck mal, wie schön dieser Korb aussieht, oder? Ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen.
Aber du bist doch der Koch. Das ist ja, manchmal muss man sich auch mal zwingen. Tschüss, danke schön. Danke. Nun gut. Was? Machst du mir die Tür auf? Ich bin voll beladen. Das ist wirklich gut. Ich war noch nie hier. Es ist ein schöner Laden, sehe ich jetzt schon. Wirklich? Ja, solche Komplimente kannst du auch echt für dich behalten. Nee, ist schön. Was? Wo geht's denn hin? Hier. Hier oder hier? Mir ist egal. Wir haben das ein bisschen schick gemacht. Ist ja alles tot. So, und ich finde, es gibt kaum frustrierendere Dinge als leere Restaurants. Und wir arbeiten hier immer dagegen. Das ist so ein bisschen jetzt unsere kreative Schaltzentrale. Am Wochenende wurden hier die Azubis ein bisschen ausgebildet, damit dieses komische Gerät vor uns irgendeinen Sinn macht. Weil ich habe im Brausebrand diesen fantastischen Herd gekauft, der jetzt sehr teuer war. Sehr teuer. Was heißt sehr teuer? Sehr teuer heißt sehr teuer. Also sehr teuer. Richtig teuer. Also teurer als jetzt teurer zum Beispiel. Richtig teuer. Okay. Und der eigentlich nichts kann, außer heiß machen. Und ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was soll denn der Herd aber sonst können? Also, wenn nicht heiß machen. Siehst du das? Siehst du das? Was soll ich sehen? Ja, ich seh's. Das sieht sehr teuer aus. Siehst du, dass er kann? Ja, das sieht ja wohl jeder. Siehst du's? Sagst du noch mal für die, die es nicht sehen. Der geht gerade hoch. Das kann der nämlich auch noch. Ach, der geht wirklich, der geht aber sehr langsam hoch. Ja, ja. Der geht tatsächlich hoch. Ja, den kann man auch hoch machen. Oder geht der Boden vielleicht runter? Nee, das ist der Herd. Also, okay. Der Boden war auch teuer, aber nicht so teuer wie der Herd. Das wäre ein sehr, sehr teurer Boden, wenn der Boden runtergeht. Ansonsten würde. Kann das Ding nichts. Das ist wie diese Schreibtische, wo man im Stehen arbeiten kann, weil es besser für den Rücken ist. Ey, ganz ehrlich, ich war neulich in der Agentur und dann standen die alle an den Schreibtischen. Ja. Und irgendwie wollte ich denen einen in die Schnauze hauen dafür. Das ist wirklich. Mir geht es bei den Leuten so, die auf diesem Ball sitzen. Auf diesem Bürostuhl. Nee, da bin ich immer nur. Ja! Was ist das? Aber es ist gut für den Rücken, ist natürlich, wir respektieren das. Aber eigentlich ist es doch total fein und die Leute kümmern sich um sich. Also, aber warum werden wir aggressiv? Also ich weiß nicht, mir geht es auch so bei Liegefahrrädern. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß auch nicht, Liegefahrräder? Es tut mir so leid, das sind bestimmt ganz nette Leute. Nee, sind es nicht. Fahrrad, Fahrer. Ja. Und ich sage mal so, mit der Gruppe lege ich mich gerne an, weil davon gibt es auch nur 20 in Deutschland. Das sind alles Menschen, schwächer als du. Das sind Menschen, da willst du während der Fahrt auch gerne mal einen Stock in die Speichen reinmachen. Total. Ah, herrlich, komm, wir kochen. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, was wir machen. Jetzt bin ich so voller Hass. Ich möchte dringend ein Stück Gute Fleisch. Gute Stimmung. Wir machen Hackfleisch. Da muss man Deckel drauf machen wegen Energiesparen. Ein sehr guter Tipp. Ja? Ein sehr, sehr guter Tipp. Ist das Olivenöl? Ja. Gern und aber sowas wie jetzt hier gerade. Ist vielleicht gleich für dich ein bisschen unkreativ und denkst, naja, dafür hätte ich jetzt nicht nach Hamburg kommen müssen. Aber ich glaube, dass wir jetzt gleich das Beste draus machen. Ich habe jetzt überlegt, wir machen so eine kleine, pikante Würzsoße aus den Pilzen, Zwiebeln, Knoblauch und Chili. Geil. So wie eine Art würzige Salsa. Und daraus machen wir wirklich einen schnellen, einfachen Salat. Ein bisschen Oliven, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitronensaft. Viel mehr passiert jetzt auch erstmal nicht. Cool, dann machen wir gar nicht alle, oder? Den noch und dann fertig. Doch. Kein Fehler, wollen deine Leute ja was essen. Nicht? Ja, klar. Klar, natürlich. Das riecht aber wirklich toll. Also eigentlich musst du jetzt ja gar nicht mehr viel machen, weil das Lebensmittel so gut ist, ne? Aber das ist ja das, was ich immer wieder sage. Vor allem, warum soll man sich stressen? Ja. Wird gleich Butter, Fahrt. Geil. Lecker, lecker. Fett zuerst? Das ist jetzt richtiges, reines Rinderfett. Ja. Ne? Ich könnte dir auch sagen, von welchem Körperteil das ist. Ich weiß nur nicht, ob du denn das noch isst. Okay, ich will's wissen. Ha? Ich will's wissen. Ist es vom Penis? Nee, vom Hodensack. Ernsthaft? Ja. Also im Grunde ist das auch eine Eierspeise jetzt. Im Sinne des Wortes auf alle Fälle. Ja. Wir schneiden jetzt gleich noch ein paar Pilze rein. Jetzt, wo ich weiß, dass das eine vom Hodensack ist, weiß ich nicht, ob Pilze wirklich das Richtige sind, um das zu ergänzen. Aber gut, man muss den Kopf manchmal auch ausschalten beim Essen. Aber hier kochst du dann auch für Gäste, vor allen Leuten? Nee, wir haben ja schon Alex, der hier die ganze Zeit am Laufen ist. Das ist der Küchenchef. Und der kocht dann hier die Showkoch? Showkoch. Es gibt immer einzelne Gerichte, die wir hier an dem Herd vollenden. Und ist das alles eigentlich immer eine Kreation von dir? Alles. Meine Leute können gar nichts.
Ja. Die können nichts. Die rufen mich morgens an, wenn die wissen, um mich zu fragen, wie sie den Schuh zu kriegen. Gutes Personal zu finden. Alles echt. Es liegt aber auch daran, dass ich fast alles erfunden habe. Ja, zum Beispiel den elektrischen Scheibenwischer. Zum Beispiel. Wissen ja viele nicht, das ist eine Erfindung von Tim Melzer. Ganz wenig. Ja, ganz die Antibabypille. Auch. So, und das so. Rad. Und natürlich in der Kulinarik auch. Also, auch wenn die manchmal das Gefühl haben, sie würden eigene Entscheidungen treffen, ist es ja von mir über Jahrzehnte schon vorbereitet. Das ist ein ganz psychologischer, fieser Trick. Total. Ja, gut, auf der Weihnachtsfeier sage ich anderes, sage immer so, ohne euch wäre ich nicht wert. So, das, weil die anderen auch alle so sagen, weil es kommt gut an. Gut. Kommt sehr gut an bei den Leuten. Ja, man muss die auch ein bisschen bei Motivation und total, halten. Total. Ja, und nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Ich habe am Anfang mit der Bullerei, war die Speisekarte, ich würde sagen, zu 80% nur von mir. Und das hat sich peu à peu immer aufgelöst, weil ich festgestellt habe, dass es gar keinen Sinn macht zu bestimmen, weil wir dann doch auch in der Kulinarik sehr eindimensional sind. Und ich habe mich da an meine eigene Kindheit, meine kulinarische Kindheit sozusagen erinnert, wie sozusagen meine Kreativität und meine eigene Leistung von den Chefs nicht wertgeschätzt worden ja. ist. Und das habe ich mir fest auf die Fahne geschrieben, dass das nicht passieren wird. Also meine Mitarbeiter sind eigenständige, hochmotivierte, sehr, sehr gute Leute, die in vielen Bereichen sogar qualifizierter sind als ich. Und das ist die große Kunst. Boah, aber das wird gut. Ich glaube auch. Also es riecht fantastisch. Lecker. Du kannst mal probieren, ein bisschen Spritzer Olivenöl reinzumachen. Olivenöl meinte ich nicht. Sojasauce. Nee, dann nehmen wir das. Dann nehme ich das Olivenöl wieder raus. Warte. Nein, Adrian, nein! Aber wenig. Aber ganz wenig, bitte. Oh Gott, was ist denn wenig? Na! Ich mach... Wenig. Wenig. Oh Gott. Ah! Also, das Steak können wir mit dem Team teilen, glaube ich. Und mit deren Familien. Definitiv. Und deren Familien auch. Deren. Sag mal, bist du irre? Ja. Wie lange stehen wir jetzt hier und kochen? Stunde? Nee, ja. Länger. Was ist denn? Wir haben keinen Wein getrunken. Was trinken wir? 4 Kilo mallorquinischer Wein. So, wollen wir mal gucken hier. Jetzt fängt's an. Wie hast du denn deinen 50. Geburtstag gefeiert eigentlich? Genau hier. Ja? Wenn ich den Erzählungen Glauben schenken darf. Verstehe. Ja. Nee, ja. Ja, ich weiß ja, du bist, also wir haben ja mal das Vergnügen gehabt, zusammen einen Abend zu verbringen und das war, also dein Ruf eilt dir voraus und es ist alles wahr. Und das ist so, ne? Ja, aber du, es ist nicht assi, sondern es ist einfach, du hast einfach auch Freude am Genuss, so. Ja, ich feiere meinen Geburtstag immer sehr intensiv, sehr und auch mit sehr vielen Leuten. Ich muss die auch nicht alle kennen, ist mir auch egal, ist ja mein Geburtstag. Ich halte das da wie die Königin von England, ist mir egal, wer mir an meinem Geburtstag zujubelt. Halt butterzart, das merkst du schon beim Schneiden. Das ist das wirklich Premium-Stückchen. Das Premium-Stückchen, genau. Ja, lecker. Das ist ja wirklich. So. Ha? So, dann kommt immer mein Jamie Oliver Gedächtnis-Move. Hauptsache noch mehr Fett. Weißt du, was wir machen? Wir naschen jetzt vom selben Teller, dann können nämlich die anderen von dem anderen essen. Ja, wir sind ja getestet. Wir sind getestet. Und vielleicht geht nachher auch noch mehr zwischen uns. Das kann gut sein. Jetzt, wo wir gemeinsam einen Hodensack verschmolzen haben. Pascal, was? Nein, wirklich. Oh. Ich kann auf die Karte. Aber ich weiß nicht, ob wir Hodensackfett auf die Karte schreiben sollen. Doch, genau so. Jeder wird denken, das ist so eine Scherzbezeichnung. Ey, danke, mein Lieber. Wirklich danke, dass ich das hier essen darf. Ja, bitte. Also, ich bin verliebt in dieses Essen. Und schön. Ein ganz kleines bisschen auch in dich. Ist das so? Mhm. Schön. Tim, das ist eine große Freude. Ich esse das hier noch zu Ende, wenn es für dich okay ist. Du hast ja bestimmt noch Termine. Ist das jetzt die Verabschiedungsmoderation? Ich weiß es nicht. Wir machen eigentlich nie eine Verabschiedungsmoderation. Am Ende läuft immer einer weg mit unserem Tonsender. Das ist der Schluss bei der Kurzstrecke. Tschüss. Tschüss, Tim. Tschüss. Warte mal. Dieser Beitrag ist nur zu Ende, wenn...